Ja, hallo zusammen, seid gegrüßt zu einer weiteren Folge von Let's Play Grey Matter, immer noch aus der Perspektive von Dr. David Stiles. Wir haben uns in der letzten Folge hier im Anwesen schon relativ gründlich umgeschaut. Der einzige Raum, das einzige Zimmer, was wir bisher noch nicht betreten haben, ist das Privatlabor, was wir seinerzeit mit Sam nicht betreten konnten, weil sie ja keinen Schlüssel dafür hatte. Er allerdings hat natürlich einen dabei. Und möchte nicht reingehen. Doch, er möchte, aber ich muss ihm erstmal den Schlüssel in die Hand drücken. Ha, so rum. Jetzt aber. Okay. Es klingelt an der Tür. Wer könnte das sein? Privatlabor versus Besuch in Empfang nehmen. Ich hatte ja beim letzten Mal schon gehofft, dass Sam jetzt hier plötzlich auftaucht. Das wäre irgendwie cool. Oh, Dr. Stiles, da ist ein Päckchen für Sie. Soll ich es runter in den Keller bringen? Ich mach das schon. Danke, Stella. Braucht ja nicht gleich zu schreien, meine Güte. Also doch nicht Sam, immer nur der Postbote. In Real Life freue ich mich immer, wenn der Postbote klingelt, aber hier, naja. Das muss mein Dialoggenerator sein. Aha. Der Dialoggenerator also. Ich bin immer so ein bisschen zögerlich, wenn ich die Sanduhr hier sehe, weil ich immer Angst habe, dass er gleich wieder losquatscht. Hallöchen, warte mal. Das ist jetzt ein Privatlabor, ne? Ich will jetzt hier mal hier ordentlich vorgehen, also nicht mich hier einfach irgendwo reinschmeißen. Da ist ein Bild von Laura. Eigentlich ist ja hier überall Laura. Da haben wir in der letzten Folge auch gesehen. Egal, was er kommentiert hat, immer war das in irgendeine Erinnerung an seine Frau gekoppelt. Und ja, das sieht hier halt nicht anders aus. So, was haben wir denn jetzt hier Schönes? Wow, ein bisschen was gibt es hier auf jeden Fall zu begutachten. Fangen wir hier mal mit dem Schreibtisch an. Im Moment will ich kein neues Video machen. Aber ich sollte mir mal das Material ansehen, das ich schon auf meinem Computer habe. Okay. Klingt irgendwie, als ob wir jetzt hier dann auch weiterkommen würden. Vielleicht sollte ich das als letztes mir genauer angucken. Scanner? Ein Scanner. Ja. Interessant. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Davids Terminplaner. Das ist alt. Ja, habe ich mir fast gedacht. Also die Info hättest du dir echt mal knicken können. Tanksteuerung. Ich will heute wieder in den Isolationstank gehen. Aber ich brauche noch ein paar Gegenstände, die meine Sinne stimulieren. Aha. Und die soll dir dann Sam auftreiben oder was? Oder sind die hier irgendwie im Haus? Tankabdeckung? Ich will heute den Isolationstank benutzen. Aber meine Erinnerungen an Laura sind etwas verblasst. Ich habe in meinen Videoaufzeichnungen festgehalten, wie ich sie wieder auffrischen kann. Das ist ja gruselig. Also der hat jetzt hier so einen Tank zu stehen, in dem er sich in irgendeiner Gedankenwelt oder was verlieren kann. Also so verstehe ich das jetzt. Und deswegen hat er auch überall noch die Erinnerung an sich hier aufrechterhalten im ganzen Haus, um das dann in dieser Abdeckung irgendwie nochmal zu durchleben. Oder was genau möchte er hier? Bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Aber wenn ich das hier sehe, ich glaube, damit wird noch ein Rätsel irgendwie einhergehen, was ich damals schon nicht verstanden habe. Na, gucken wir mal. Wow, 15.09. Laura's, was? Nachthemd, ich habe Nachtthema gelesen oder so. Nachthemd lag auf dem Bett, als ich um Mitternacht ins Schlafzimmer ging. Miss Dalton behauptet, es nicht angefasst zu haben. 25.09. Ich ging um 21 Uhr ins Schlafzimmer und im Badezimmer lief das Wasser in der Dusche. Dort war aber niemand und der Boden war trocken. 2.10. 23 Uhr. Ich ging ins Badezimmer und nahm dort sehr stark Lauras Parfüm wahr. Parfüm eigentlich, aber der hatte die Ü-Striche mit drin. Der Flakon stand offen auf der Anrichte und nicht wie sonst im Schrank über dem Waschbecken. Die Öffnung war feucht. 7.10. Mitternacht. Ich zog gerade meinen Schlafanzug an, als ich ein Geräusch im Zimmer hörte. Es klang so, als ob Laura sich vor dem Zu-Bett-Gehen das Haar bürsten würde.
Ich drehte mich langsam um und sah, wie ihre Haarbürste einige Sekunden in der Luft schwebte, bevor sie auf den Boden fiel. What the fuck, ey? Siehst du Gespenster oder was? 16.10., 11 Uhr. Heute Morgen nahm ich Lauras Gegenwart im Bett wahr. Ich spürte ihren Körper wirklich neben mir. Als ich vollständig aufgewacht war, verschwand sie wieder. Das war kein Traum. 16.10. Miss Dalton glaubt, dass sie vor 2 Tagen Laura in meinem Spiegel gesehen hat, als sie das Bett machte. Das wäre die bisher erste visuelle Manifestation von Laura. Wäre doch nur ich es gewesen, der Zeuge davon wurde. Heute zu erledigen: Psi-Forschung, Zufallszahlen, Generator bauen, Isolationstanksitzungen wie auf der Videokassette. Wahnsinn, also alle Erscheinungen, die sich hier in dem Haus so abspielen, die hält er hier quasi fest und hat auch schon die jüngsten Ereignisse von heute hier hinterlegt. Hier im Haus ist irgendjemand. Also irgendwie sehr merkwürdig, weil theoretisch ist das ja physikalisch gar nicht möglich, ne? Ist klar, dass er von hier nicht loskommt, wenn er hier ständig solche komischen Erlebnisse durchläuft. Ist nur die Frage, was davon ist Illusion und was davon vielleicht wirklich war. Gucken wir uns mal das hier an. Aha, Buchstabenrollen. Dr. Ramuskin hat diese Buchstabenrollen erfunden. Ein Zufallszahlengenerator steuert die Buchstaben. Theoretisch kann man also mit der Kraft des Geistes Nachrichten erzeugen. Boah, das ist echt, also so für mich persönlich schon fast wieder ein bisschen zu suspekt, weil ich ja so an so übernatürliche Sachen gar nicht glaube. Aber ich glaube, man muss sich hier in diesem Spiel so ein bisschen damit auseinandersetzen. Ach, guck mal, hier liegt auch ein Brief. Ach, und mit dem Arbeitstisch kann er auch irgendwas machen. Oh, Mist, nicht, dass ich hier jetzt richtig bin. Womit fangen wir an? Mit dem Arbeitstisch? Gut. Jetzt kann's losgehen. Nein. 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 Wir gucken mal erstmal ins Psi-Buch. Oh, ich wollte eigentlich den Anfang da noch lesen. Das Psi-Phänomen wurde in den letzten 100 Jahren in tausenden von seriösen wissenschaftlichen Studien solch angesehener Universitäten wie Princeton und Cambridge behandelt. Der Großteil dieser Studien fällt in folgende grobe Kategorien. Telepathie. Eine Person übermittelt ein Bild oder eine Kartenart auf eine andere Person. Eine Person begibt sich an einen unbekannten Ort und übermittelt Gedankenbilder an eine andere Person, mit denen sie den Ort beschreibt. Präkognition. Eine Person sagt eine Karte aus einem Deck mit 5 Kartenarten voraus. Eine Person sagt das Ergebnis eines Zufallsgenerators voraus. Eine Person sagt das Ergebnis eines Würfelwurfs voraus. Telekinese. Ich frage mich, wenn ich das hier so sehe. Ich glaube, über solche Themen könnte er sich mit Sam auch richtig gut unterhalten. Klingt irgendwie so, als ob sie das auch interessieren würde. Ah, guck mal, hier klemmt irgendwas fest. Telekinese. Eine Person erzwingt auf mentalem Wege, dass der Zufallsgenerator eine bestimmte Zahl erzeugt. Eine Person erzwingt auf mentalem Wege das Ergebnis eines Würfelwurfs. Das hier kann ich nicht lesen. Sollen wir das mal wegnehmen? Hä? Ach so, ach, das sind nur seine Lesezeichen hier. Ich weiß nicht, was das Wort hier heißt. Interessante Fakten über diese Psi-Experimente. Erstens, bei Studien, in denen sich die Versuchsperson in einem unnormalen Bewusstseinszustand befand, Hypnose ohne Sinneseindrücke, Traumzustand, wurden höhere Psi-Ergebnisse erzielt als bei Studien in einem normalen Bewusstseinszustand. Das könnte bedeuten, dass im normalen Wachzustand gewisse Schutzmechanismen gegen Psi-Effekte aktiv sind. Zweitens, bei der allgemeinen Bevölkerung treten Psi-Effekte 1-10% häufiger auf, als auf Basis der reinen zufälligen Verteilung zu erwarten wäre. Allerdings erzielt 1% der Bevölkerung viel höhere Ergebnisse. Das könnte bedeuten, dass das Psi-Phänomen einem seltenen Talent gleicht, analog zu der angeborenen Begabung von genialen Musikern oder Weltklasse-Sportlern. Drittens, Gruppen von Versuchspersonen zeigen stärkere Psi-Effekte als Einzelpersonen, vor allem wenn die Gruppenmitglieder miteinander verwandt sind oder eine anderweitige enge Beziehung haben. Viertens. Die höchsten Psi-Ergebnisse wurden bei Studien erzielt, in denen Zufallszahlengeneratoren verwendet wurden. Okay, also in vielen Beschreibungen, die wir hier rauslesen können, erkennt man auch so ein bisschen das Equipment hier wieder und auch das, was er in seinem letzten Experiment versucht hat. Oh,
Okay, warte mal. Habe ich irgendwas... Oh, hier geht's noch weiter. Oh, Backe, das ist relativ viel Text. Ich glaube, das wird wieder eine etwas längere Folge. Wie gesagt, wer sich dafür nicht interessiert, der darf gerne von dem Skip-Button Gebrauch machen. Psi-Studien, in denen Zufallszahlengeneratoren verwendet werden, erzielen die besten Ergebnisse. Ein Zufallszahlengenerator ist ein Gerät, das zufällig Zahlen zwischen 0 und 39 erzeugt. Diese Art von Gerät scheint gut zum Psi-Phänomen zu passen. Denn wenn man versucht, den Zufallszahlengenerator mental dazu zu zwingen, eine bestimmte Zahl, wie zum Beispiel 13, zu erzeugen und dieses Ergebnis tatsächlich eintritt, wird nicht gegen die Naturgesetze verstoßen. Schließlich besteht ja in jedem einzelnen Durchgang eine Wahrscheinlichkeit von 2,5%, eins von 40 möglichen Ergebnissen, dass 13 erzeugt wird. Daher ist es einfacher für den menschlichen Geist, eine 13 zu erzwingen, als eine Kugel zu bewegen oder einen Löffel zu verbiegen. Wenn allerdings bei 40 Durchgängen 10 Mal die erzeugte Zahl 13 lautet und nicht nur einmal, wie es die Wahrscheinlichkeit vorhersagt, dann liegt die Vermutung nahe, dass es sich um einen Psi-Effekt handelt. In einem früheren Experiment habe ich einen gewöhnlichen Zufallszahlengenerator mit einer Reihe von Rollen kombiniert, die Buchstaben A bis Z sowie eine leere Karte aufwiesen. Damit konnten die Versuchspersonen mit der Kraft ihres Geistes kurze Worte und Sätze bilden. Die einzelnen Rollen waren mit einem Zufallszahlengenerator verbunden, der so eingestellt war, dass er Zahlen von 0 bis 26 erzeugte. Ich hatte gehofft, die jeweilige Versuchsperson in die Lage versetzen zu können, mit der Kraft ihres Geistes kurze Worte oder Sätze zu bilden, indem sie auf einen Buchstaben nach dem anderen konzentriert, indem sie sich darauf konzentriert und so dafür sorgt, dass die Rollen die Buchstaben anzeigen, die sie sich vorstellt. Nach einigen vergeblichen Versuchen bin ich zu folgenden Einstellungen gelangt, die am besten funktionierten. Zuerst habe ich die Wahrscheinlichkeit, dass sich die Rolle überhaupt dreht, sehr niedrig angesetzt. Da eine 0 für eine leere Karte steht, habe ich den Zufallsgenerator so eingestellt, dass er in 99% aller Fälle 0 erzeugt. Daher haben sich die Rollen nur selten gedreht, wodurch die Wahrscheinlichkeit, dass eine Änderung der Rollen nicht purer Zufall war, erhöht wurde. Um jeden Buchstaben mit derselben Wahrscheinlichkeit erzeugen zu lassen, habe ich danach auf dem Generator die Zahlen 1 bis 26 auf die verbleibenden Prozent eingestellt. Zudem habe ich das System so konfiguriert, dass eine Rolle festgehalten wird, sobald sie sich bis zu einem Buchstaben gedreht hat und danach die nächste Rolle an der Reihe ist. Auf diese Weise habe ich dafür gesorgt, dass der Zufallszahlengenerator immer nur jeweils eine einzelne Rolle gesteuert hat. Da die restlichen Zahlen in diesem Experiment keine Rolle spielen, habe ich sie auf 0 eingestellt. Diese Versuchsanordnung hat erstaunliche Ergebnisse geliefert. Ich empfehle jedem interessierten Wissenschaftler, seine eigene Variante dieses Versuchs durchzuführen. Na, ob diese Empfehlung, ob wir der so Folge leisten werden, weil das klingt für mich eher, als ob wir das genau so auch an diesem Gerät mal ausprobieren sollten. Was haben wir hier? Okay, das ist genau das Gerät. Dialoggenerator, Zufallszahlengenerator, okay. Einstellungen für den Zufallszahlengenerator. 1 bis 99, Zahl wird auf eine Wahrscheinlichkeit von 1% bis 99% eingestellt. 0, Zahl wird inaktiv, Wahrscheinlichkeit von 0% und Prozent heißt Wahrscheinlichkeit der Zahl wird basierend auf der Restwahrscheinlichkeit und der Anzahl der anderen Zahlen, die auf Prozent gesetzt sind, gleichmäßig berechnet. Schalter zum Einstellen der Wahrscheinlichkeiten. Was für ein Input. Ich fühle mich gerade so minimal an meinen Mathematikunterricht damals zurückerinnert oder vielleicht auch an den Physikunterricht. Das hat sich in manchen Themen irgendwie nicht so viel genommen. Zahlen, Abbildung C, Zufallszahlen, Generator, Steuerung. Alles klar. Oder auch nicht. Das erste Mal, dass ich euch angelogen habe, denn alles klar ist mir definitiv hier nicht alles. Aber erstmal haben wir das jetzt hier durchgelesen. Gucken mal, was wir sonst noch machen können. Auf den Knopf will ich ehrlich gesagt noch nicht drücken. Dr. Ramuskin hat... Das hier kennen wir schon. Nehmen wir mal den Brief. Sehr geehrter Dr. Stiles, Sie haben sich sehr ungeduldig angehört, deswegen habe ich Ihnen das Gerät per Kurier zustellen lassen. Wie am Telefon besprochen, müssen Sie lediglich einen Zufallsgenerator an meine kleine Erfindung anschließen. Da Sie mein Buch haben, erspare ich Ihnen am besten die ganzen Details. Ramuskin. Nicht mal ein Gruß am Ende. Ich sollte noch mal einen Blick auf die Anleitung in Dr. Ramuskins Buch werfen, bevor ich mich weiter damit beschäftige. Oh, Ramuskin? Habe ich den vorhin richtig ausgesprochen? Ich weiß gar nicht. So, gut, dann haben wir das jetzt erstmal gelesen. Ich glaube, das hier wird jetzt auch gleich unser nächstes To-Do werden. Dann würde ich aber sagen, können wir erstmal in den Computer reingucken, weil hier scheint es ja irgendwie weiterzugehen. Oh mein Gott, ich kann in sein...
privatesten Bereich vordringen, indem ich mir nämlich seinen Rechner anschaue. Das ist ja interessant. So was kann ich denn jetzt hier überhaupt machen? Ah, wie auf so einem ganz normalen Desktop hier alles irgendwie nach und nach durchgehen. Gucken wir mal. Die Kraft des Gehirns, veröffentlicht 2000. Erschienen 2000 im Science Magazine. Das Großhirn. Das Großhirn, auch, Telencephalon genannt, bildet zusammen mit dem Diencephalon, oh mein Gott, ist bestimmt alles voll falsch, Zwischenhirn, das Prosencephalon, Vorderhirn. Es stellt den vordersten oder, besonders bei Menschen, obersten Bereich des zentralen Nervensystems von Wirbeltieren dar. Telencephalon bezeichnet dabei die embryonale Struktur, aus der sich das Großhirn entwickelt. Der dorsale Teil des Telencephalons, auch Pallium genannt, entwickelt sich zur Großhirnrinde, Cortex, während sich aus dem ventralen Teil, Subpallium, die Basalganglien bilden. Das Großhirn ist darüber hinaus symmetrisch unterteilt in die linke und rechte Großhirnhälfte, Hemisphären. Ja, liebe Leute, das ist heute so ein bisschen wie Schulunterricht, ne? Das Corpus callosum ist eine große querverlaufende Verbindung zwischen den beiden Hemisphären des Großhirns von Plazentatieren. Es stellt das größte Gebilde aus weißer Substanz im Gehirn dar und besteht aus 200 bis 250 Millionen Nervenfasern. Vom Aufbau her ist das Corpus callosum ein breites, flaches Bündel aus Axonen unterhalb der Großhirnrinde. Ein Großteil der Kommunikation zwischen den beiden Großhirnhälften wird mit dem Corpus callosum abgewickelt. Okay. Die Adhesio Intertalamica. Die mediale Fläche des Thalamus bildet den oberen Teil der Lateralwand des dritten Ventrikels und ist mit der entsprechenden Fläche des gegenüberliegenden Thalamus durch ein graues Bändchen verbunden. Die Adhesio Intertalamica. Bei nichtmenschlichen Säugetieren handelt es sich dabei um eine größere Bindegewebsbrücke, während bei Menschen in vorderer und hinterer ihr vorderer und hinterer Durchmesser ca. 1 cm beträgt. Manchmal besteht die Adhesio interblablub auch aus zwei Teilen und gelegentlich kann es auch vorkommen, dass sie vollständig fehlt. Die AI, nenne ich sie jetzt einfach mal, ist bei 70-80% der Menschen vorhanden. Statistisch gesehen kommt sie bei Frauen öfter als bei Männern vor und ist auch um durchschnittlich 53% größer. Fehlt sie, konnte kein Nachteil festgestellt werden. Sie enthält Nervenzellen und Fasern, die in seltenen Fällen die Seiten kreuzen, aber meistens zur Mitte führen und dann seitlich daran entlang verlaufen. Okay, die Zirbeldrüse. Die Zirbeldrüse, auch Zirbel, Epiphysis, Cerebri, Epiphyse, Pinealorgan oder drittes Auge genannt, ist eine kleine endokrine Drüse im Gehirn von Wirbeltieren. Sie produziert das Melatonin, ein Hormon, welches den Schlaf-Wach-Rhythmus und andere zeitabhängige Rhythmen des Körpers steuert. Sie ähnelt in ihrer Form der Zirbelkiefer, daher wohl auch die entsprechende Bezeichnung, und befindet sich nahe des Zentrums des Gehirns, zwischen den beiden Großhirnhälften, an der Stelle, wo die beiden Thalamusteile zusammentreffen. Die Zirbeldrüse ist im Gegensatz zum Großteil des Gehirns nicht durch die Blut-Hirn-Schranke vom restlichen Körper isoliert. Der Pons oder auch einfach die Brücke, ist ein Abschnitt auf dem Hirnstamm. Die Brücke befindet sich oberhalb der Medulla oblongata, unterhalb des Mittelhirns, Mesencephalon, und vor dem Kleinhirn, Cerebellum. Oh mein Gott, ey, wenn meine Zunge danach keinen Knoten hat, ey, weiß ich auch nicht. Der Thalamus. In der kaudal zu rostral verlaufenden Neuromerenkette, befindet sich das Zwischenhirn. Ja, zwischen dem Mittelhirn, blablub, Teil des Hirnstamms, und dem Großhirn. Es beinhaltet auch den dorsal gelegenen Epithalamus, hauptsächlich die HB blablub und Anhänge, sowie den Subthalamus, welcher seinerseits unter anderem die Zona incerta und den Nucleus subthalamicus umfasst. Aufgrund der unterschiedlichen ontogenetischen Ursprünge werden der Epithalamus und der Subthalamus formal vom Thalamus unterschieden. Dieser Artikel konzentriert sich in erster Linie auf den menschlichen Thalamus
und kann daher wegen phylogenetischer Modifikationen im Hinblick auf niedrigere Primatenarten teilweise unzutreffend sein. Normalerweise sind die beiden Thalami bei Menschen ca. 5,7 cm lange birnenförmige Gebilde, die schräg in einem Winkel von ungefähr 30 Grad und symmetrisch auf beiden Seiten des dritten Ventrikels angebracht sind. Sie können bei 30% der Menschen unterschiedlich stark zusammengewachsen sein. Das Verbindungsstück, die Blablub, enthält bei Menschen keine intertalamischen Nervenverbindungen. Ja, ich bin bereit für den Test. So, drucken? Nee, können wir nicht. Alles klar. Also kann natürlich sein, der ein oder andere wird sich da wahrscheinlich mega langweilen. Kann ich auch irgendwo nachvollziehen. Auf der anderen Seite möchte ich natürlich sicherstellen bei denjenigen von euch, die da vielleicht auch miträtseln, dass ihr Informationen, die hier vielleicht in solchen Schriftstücken verankert sind, dass ihr die auch mit berücksichtigen könnt. Der ein oder andere wird vielleicht sogar was mit anfangen können. Ich weiß ja nicht. So, das Ding hier kennen wir. Den Ausdruck, den haben wir nämlich im Radcliffe-Krankenhaus kopiert. Videos. Fangen wir mal erstmal an. Laura hat abends immer gerne trockenen Rotwein getrunken. Das ist alles, was ich mit Sicherheit weiß. Oh, ich glaube, das hängt auch mit einem Rätsel zusammen. Ich weiß allerdings nicht, ob man das irgendwann mal machen muss oder ob das optional ist. Alter Schwede, die hat aber nicht alle hier, oder? Ey, wenn das eine ganze Sammlung ist, die sind unmöglich alle dort im Keller, wo wir schon vorbeigelaufen sind. Das kann ich mir nicht vorstellen. Achso. Okay, machen kann ich... Achso. Das sind viel zu viele Sorten. Ich muss die Suche eingrenzen. Ah, okay. Laura hat abends immer gerne trockenen Rotwein getrunken. Muss ich mir das jetzt schon merken? Wie komme ich denn an die ganzen Informationen? Kann er hier schon mal anfangen, wenn er sagt, gerne trocken? Das sind viel zu viele Sorten. Ich muss die Suche eingrenzen. Okay, ich glaube, das ist so ein Wink mit dem Zaunfall, dass wir im Keller uns mal die Weine nochmal angucken sollten. Ich glaube nicht, dass die Region stimmt. Ja, ist ja gut. Ich habe ja auch erstmal nur geraten. Ich wollte mich ja erstmal mit dem System hier vertraut machen. Image Shop. Okay. Cool. Können wir dann irgendwann mal irgendwas in den Scanner reinpacken? Wahrscheinlich schon, ne? Scan. Das ist ja cool. Das wird wahrscheinlich nicht einfach nur so hier sein. Mal gucken, ob wir das irgendwann nochmal nutzen werden. Vielleicht sogar in dem Part, wer weiß. Videos? Oh, Tatsache. Okay, das könnte jetzt wieder interessant werden. Gehen wir mal chronologisch vor. November 2002. Ich habe beschlossen zu versuchen, Laura bei mir zu behalten. Jahrelang habe ich mich der Frage gewidmet, ob das Bewusstsein und das physische Gehirn vielleicht gar nicht ein und dasselbe sind. Seit Lauras Beerdigung spüre ich definitiv ihre Anwesenheit. Ich habe beschlossen, mehrere Stunden am Tag im Isolationstank zu verbringen und dabei Laura zu visualisieren. Ich weiß nicht, zu welchem Ergebnis das führen wird, außer dass es mir vielleicht bei meiner Trauer hilft. Aber wenn ich ihre Energie aufrechterhalten kann, weil ich ihr meine Aufmerksamkeit widme, kann ich vielleicht dafür sorgen, dass sie länger bleibt. Da mich meine normale Arbeit nicht mehr interessiert, werde ich mich ganz auf dieses Projekt konzentrieren. Und das Ergebnis davon sieht man halt, wenn man sich hier im Haus umguckt, oder? Oh, ich weiß nicht, ich finde das irgendwie ganz schön gruselig alles. Dezember 2002. Ich verbringe pro Tag 2 Stunden im Isolationstank mit unterschiedlichen Ergebnissen. Manchmal bin ich davon überzeugt, dass ich Lauras Anwesenheit spüre. Aber manchmal kann ich meine Zweifel nicht überwinden, obwohl ich nach wie vor glaube, dass Laura hier ist. Der Philosoph Henry Bergson vertrat die Ansicht, dass wir uns unsere Wirklichkeit selbst erschaffen. Und das habe ich wohl. Ich lasse neue Geräte bauen, die meine Erinnerungen im Isolationstank intensivieren sollen. Erklärt auf jeden Fall sein ganzes Hightech-Equipment, was er hier so hat. August 2005. Heute wäre Laura 33 Jahre alt geworden. Alles Gute zum Geburtstag, Laura. Alles Gute, mein Liebling. Ja, ach Gott, ey. Also manchmal habe ich echt das Bedürfnis, ihn zu drücken und manchmal würde ich ihm am liebsten eine runterhauen, je nachdem, was er gerade sagt. Oktober 2005, also der zweite. Hier gehen merkwürdige Dinge vor sich und einiges deutet darauf hin, dass jemand hier ist. Es muss Laura sein. Ich weiß, es klingt verrückt, aber ich wurde Zeuge von physischen Phänomenen, die man nicht wegerklären kann. Ist es möglich, dass ich Laura bei meinen Sitzungen im Isolationstank Energie übermittelt habe, mit der sie sich manifestieren kann?
Ich habe vor, über alle Vorkommnisse Buch zu führen. Außerdem will ich mich mit den Psi-Kräften beschäftigen. Vielleicht hilft mir das ja weiter. Also ich bin, was solche Themen angeht, alles andere als ein Experte, überhaupt nicht. Aber für mich ist das alles irgendwie ganz, ganz schwer zu packen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das möglich ist, was er da erzählt. Das würde ja an Zauberei grenzen. 8. Oktober 2005. Nach wie vor erscheint Laura hier im Haus. Ich habe beschlossen, ein neues Experiment durchzuführen, um die Auswirkungen von Imagination zu erforschen. Mit meinen FMRT-Geräten und Studenten als Versuchspersonen. Ich will die Aktivität der Bereiche des Gehirns aufzeichnen, die bei intensiven Visualisierungen genutzt werden. Vielleicht schaffe ich es so, bei mir die gleichen Bereiche zu stimulieren und damit die Effektivität meiner Sitzungen zu erhöhen. Damit kann ich vielleicht Laura mehr Energie übermitteln. Also so langsam fügt sich das Puzzleteil auch ein bisschen zusammen, ne? So langsam versteht man auch, was es mit diesen Experimenten auf sich hat und warum er sich so aus dem gesellschaftlichen Leben zurückzieht, weil er ja auch gesagt hatte, dass ihn sein altes Leben, also seine alte Arbeit nicht mehr interessiert und alles. Okay, auf jeden Fall sehr aufschlussreich. Die Frage des Tages lautet jetzt allerdings, wie wir das hier hinbekommen. Oder soll ich erstmal zu den Weinen gehen? Ich kann mich gerade irgendwie nicht entscheiden. Aber das hier scheint ja irgendwie so ein bisschen Hauptstory-mäßiger zu sein. Ne? Also ich würde jetzt sagen, wir gucken uns erstmal hier um. Aber hier scheint es trotzdem noch keine Möglichkeit zu geben, damit zu interagieren. Wir können mal gucken, ob er vielleicht jetzt was anderes dazu sagt. Laura und ich haben an dem Abend am See Wein getrunken. Aber ich muss herausfinden, welche Weinsorte es gewesen sein könnte. Wir haben hier tausende Flaschen. Okay, das sah für mich auf den ersten Blick nicht nach tausenden aus. Aber jetzt, wenn ich mir das so genauer angucke, man weiß ja auch gar nicht, wie weit das da reinreicht, ne? Und wie weit das Regal hier noch weitergeht. Laura und ich haben... Okay, aber noch habe ich ja keine Möglichkeit, das irgendwie zu inspizieren, oder? Oder ich habe den richtigen Spot hier mit dem Cursor noch nicht erwischt. Das kann natürlich auch sein. Könnte sich ja theoretisch auch auf den Stuhl setzen und mal ein bisschen verkosten und gucken und so. Aber gut, dann soll mich das jetzt erstmal nicht interessieren. Wenn wir das jetzt hier brauchen werden, dann wird uns das Spiel hier schon irgendwie hinführen. Dann gucke ich jetzt mal, ob ich da hinten mit diesem komischen Buchstabenspielzeug hier irgendwas machen kann. So, warte mal, wie ging denn das nochmal? Erstmal auf jeden Fall hingehen. So, also mir platzt ehrlich gesagt gerade so ein bisschen die Birne, wegen dem, was ich da vorhin auch aus dem Buch vorgelesen habe. Ach du Schreck. Ach du Scheiße. Okay, warte mal, was kann ich denn hier machen? Verlassen. Ach so, ich kann hier... Oh Gott, nee, bleib mal so, wie du warst. Dr. Ramuskin hat diese Buchstaben... Ja, okay, warte. Ich glaube, am sinnvollsten wäre es... Den Brief, den kennen wir ja schon. Am sinnvollsten wäre es, nochmal in das Buch reinzugucken. Ach, das hat er gar nicht mitgenommen. Gut, dann machen wir das hier nochmal. Ich glaube, am Ende gab es so eine Art Zusammenfassung, wenn ich das richtig deute. Einstellungen für den Zufallszahlengenerator. 1 bis 99. Zahl wird auf eine Wahrscheinlichkeit von 1%. Zahl wird inaktiv. Oder muss ich da doch vorher lesen? Warte mal, 1 bis 99? Einstellungen, also das kriegen wir doch hin, oder? 1 bis 99 wird Wahrscheinlichkeit von 1 bis 99 gestellt. Gucken wir mal, wie das jetzt voreingestellt ist. Schade, dass ich das Buch nicht irgendwie mir daneben legen kann. Was sind denn das hier für Zahlen? Ist das überhaupt irgendeine Zahl? Ach, das ist quasi so ein Reset-Zustand oder was? Hier geht er nur in 10er-Schritten nach vorne. Ich weiß nicht, ich mache jetzt hier wahrscheinlich irgendwie voll den Müll. Aber heißt das nicht, dass ich da jetzt irgendwie die Zahlen auch von... Warte mal, ich muss mal nochmal gucken. Dass die irgendwo liegen müssen in diesem Bereich, den er hier gerade benannt hat. Irgendwie, je länger ich drüber nachdenke... Ist vielleicht auch keine so gute Vorgehensweise, aber kann es sein, dass wir doch eher auf der anderen Seite gucken müssen? Weil das hier ist doch im Grunde genommen nur eine Erklärung, also quasi wie so eine Art Legende, oder?
So, warte mal, wir können ja hier nochmal gucken. Hier ist ja auch, glaube ich, ein bisschen präziser geworden. Hier, nach einigen vergeblichen Versuchen bin ich bla blub. Zuerst habe ich die Wahrscheinlichkeit, dass sich die Rolle überhaupt dreht, sehr niedrig angesetzt. Da eine 0 für eine leere Karte steht, habe ich den Zufallsgenerator so eingestellt, dass er in 99% aller Fälle 0 erzeugt. Müssen wir das auch so machen? War das nicht schon die ursprüngliche Einstellung gewesen? Warte mal, ich muss mal alles wieder in den ursprünglichen Zustand packen. Ich glaube, das war nämlich hier total der Müll. Wobei, eine 0 können wir jetzt hier auch auswählen. Okay, warte mal, gehen wir nochmal kurz zurück ins Buch. Kann sich nur noch um Stunden handeln. Tut mir auch voll leid, aber auch hier werde ich euch mit Sicherheit wieder die Möglichkeit anbieten, das zu überspringen. Zufallsgenerator so eingestellt, dass er 99% aller Fälle 0 erzeugt. Daher haben sich die Rollen nur sehr selten gedreht, bla bla. Um jeden Buchstaben mit derselben Wahrscheinlichkeit erzeugen zu lassen, habe ich danach auf dem Generator die Zahlen 1 bis 26 auf die verbleibenden Prozent eingestellt. Da die restlichen Zahlen in diesem Experiment keine Rolle spielen, habe ich sie auf 0 gestellt. Okay. Ich bin mir nicht, ich glaube, ich kriege das alleine wieder nicht hin. Tut mir voll leid, dass ich so blöde bin, aber wir haben hier 39 Zahlen. Mir leuchtet das irgendwie nicht ein. Kann ich jetzt hier irgendwie irgendwas machen? So, ein bisschen rumspielen oder so? Nee, keine Ahnung. Ich guck mal wieder nach der Lösung. Machen das so wie seinerzeit in dieser Telefonzelle, dass ich mir mal die Lösung angucke und die dann versuche, mit dem hier Geschriebenen in Einklang zu bringen. Haben wir einen Deal? Wir haben einen Deal, oder? Also ich glaube auch hier, ähnlich wie bei dieser Telefonzellengeschichte, kriege ich jetzt so ad hoc da auch den Zusammenhang nicht hin, aber wir können das ja mal machen. Also erste Aufgabe, ich kann euch das ja mal kurz umreißen, ihr könnt ja parallel dazu das gerne auch mit dem hier hinterlegten abgleichen. Obwohl, warte mal, oder war das hier vielleicht doch die entscheidende Info? Ne, ich glaube, das war das auf Seite 2. Weil die 0, die muss man auf 99 setzen. Deine 0 Fälle habe ich den Zufallsgenerator so eingestellt, dass er in 99% der Fälle 0 erzeugt. Okay. Ja, okay, das ist ja fast irgendwie noch Ach so, das hier habe ich nicht gesehen. Ich dachte, das wäre irgendwie beide Seiten genau das gleiche. Okay, alles klar, das haben wir gemacht. Dann muss die 1 bis zur 26 auf Prozent gestellt werden. Prozent heißt jetzt für mich in diesem Fall das, was jetzt hier auch schon so hinterlegt ist. Also es soll ein Prozentzeichen darstellen, okay? Das war mir irgendwie nicht so ganz klar. Warte, ich will das nochmal kurz mit dem Buch abgleichen. War da jetzt irgendwo ersichtlich, dass wir das für 1 bis 26 machen sollen? Warte mal, ich muss mal hier kurz gucken. Das ist doch die Seite, oder? Da können wir von hier auch irgendwas gebrauchen. Ich glaube nicht, ne? Ich glaube, das fängt erst hier an, interessant zu werden. Hier, die Zahlen. Ja, ich wusste nicht, dass diese komischen Kringel, dass das in Prozentzeichen darstellen soll. Um jeden Buchstaben mit derselben Wahrscheinlichkeit erzeugen zu lassen, habe ich danach auf dem Generator die Zahlen 1 bis 26. Okay, also einfach das Prozentzeichen da. Okay, ich dachte, man muss da irgendwie irgendwas ausrechnen oder so, aber ich denke, wahrscheinlich auch immer zu kompliziert in solchen Sachen. Und die 27 bis 39, und da bin ich mir relativ sicher, dass das hier steht, genau. Da die restlichen Zahlen in diesem Experiment, habe ich sie auf 0 eingestellt. Das heißt, ab der 27 müssen dann da die Nullen drin stehen. So, okay. Nee, also ganz ehrlich, ich bin da ehrlich, und das wird euch wahrscheinlich jetzt auch nicht verwundern, wenn ich das sage, aber ich glaube, ich hätte es nicht selber hinbekommen. Keine Ahnung. Vielleicht durch ein bisschen rumprobieren, aber ja, da wollte ich jetzt einfach mal nicht die Aufnahmezeit sprengen. Also ich bin durchaus gewillt, wenn ich meine... Scheint zu stimmen. Wenn ich meine, irgendwie den Hauch eines Lösungsansatzes zu finden, dann nehme ich mir die Zeit auch. Ne? Also nicht falsch verstehen, aber hier hätte ich wahrscheinlich einfach mich erstmal dumm durch die Rädchen geklickt und geguckt, ob ich per Zufall irgendwie auf einen guten Hinweis komme oder so. So, jetzt ist alles richtig eingestellt. Und ich kann das Gerät mit dem roten Knopf einschalten.
Sollen wir das machen? Irgendwie habe ich Angst vor dem roten Knopf, aber wir drücken den mal. Na also, da hat sich was getan. Ja, und was soll uns das jetzt sagen? Also kommunizieren möchte hier irgendwie keiner mit uns, wie mir scheint. Der Dialoggenerator ist richtig eingestellt. Ich hoffe, Laura kann darüber kommunizieren. Aha. Haben wir jetzt dafür erstmal die Grundlage gebildet oder was? Ich bin mir ja nicht sicher, aber gut, erstmal raus hier. So. Hat sich jetzt hier irgendwas verändert? Keine Ahnung. Vielleicht hat er das auch eingetragen. Da haben sich gerade die Buchstaben verändert. Ich weiß nicht, ob ihr das auch gerade gesehen habt. Hier im Haus ist... Okay, das hier kennen wir schon. Guck mal, hier haben sich die Buchstaben wieder verändert in der unteren Reihe. Da waren vorhin keine Buchstaben drin. Das war irgendwie gerade ganz schön komisch. I. Den Rest kann ich irgendwie nicht. Und irgendwas mit PC. I. Es funktioniert. Komm schon, Laura, rede mit mir. Irgendwie ist das gerade alles ein bisschen creepy. Ich bin mir nicht sicher, was Laura mir versucht zu sagen, sofern das wirklich Laura ist. Also ich würde einfach mal sagen, dass Laura ziemlich tot ist. Hier, O-T, T-O-T, da fehlt nur noch ein T. Ich bin mir nicht sicher. Ich bin mir auch nicht sicher. Ich bin mir nicht... Woher soll ich denn wissen, was da jetzt abgeht, wenn nicht mal du Bescheid weißt, obwohl du hier der Pro bist in solchen Themen? Der Dialoggenerator ist... Okay, ich glaube, hier an dem Tisch kommen wir jetzt nicht... Da war ein M. Da ist jetzt ein M gerade gewesen. Ich weiß gar nicht, wann das jetzt hier... Nein, hierhin, David, was machst du denn? Mensch, wir zwei werden auch keine Freunde mehr. I und M? Das ist zu wenig. Ich bin mir nicht sicher. Hä? Aber wann kommen denn jetzt die Buchstaben immer? Müssen jetzt irgendwie ein paar Sekunden ins Land streichen oder was? Also irgendwie ist das gerade etwas irritierend. Muss ich vielleicht mit Sachen interagieren? Ich werde heute den Isolationstank benutzen. Aber vorher... Okay, das hier kennen wir schon. Ich muss da die ganze Zeit hingucken, ey. Das ist wie so ein... Als ob ich gerade Angst hätte, dass mich irgendwas anspringen würde. So, warte mal, können wir jetzt hier irgendwie neu mit irgendwas interagieren? Gucken wir mal im Computer nochmal nach. Ich schätze mal, dass wir auf kurz oder lang, oder sagt man über kurz oder lang, keine Ahnung, das mit den Weinen halt irgendwie noch machen muss, ne? Aber bisher gibt es für mich jetzt zumindest keinen plausiblen Grund, um das just in diesem Moment auch zu tun. Oder wir müssen hier komplett raus. Hier im Haus. Okay, warte mal. Was haben wir denn noch hier? Tanksteuerung. Redet ihr auch mal weiter, ey? Immer Sätze anfangen und die nicht beenden. Sowas mag ich ja. Ich bin noch nicht bereit für den Versuch mit dem... Ich brauche noch einen Gegenstand, der meinen Geschmackssinn stimuliert. Ich brauche noch einen Gegenstand, der meinen Tastsinn stimuliert. Was hatte Laura an dem Abend an? Ich brauche noch einen Gegenstand, der meinen Gehörsinn stimuliert. Ich glaube, wir haben an dem Abend Musik gehört. Scheiße. Sorry, dass ich das am Anfang so weggedrückt habe. Aber ich dachte, der sagt jetzt das Gleiche wie beim letzten Mal auch. Weil beim letzten Mal meinte er auch irgendwie, dass er irgendwie stimuliert werden muss. Und hat das jetzt halt präzisiert. Oh, ich glaube, das wird das erste Mal sein, dass ich ja genau hierauf ein bisschen... er zurückgreifen muss. Es tut mir gerade voll leid. So, also für seinen Geschmackssinn wird bestimmt der Wein jetzt ins Spiel kommen, oder? Wir gucken mal ganz kurz, ob wir damit jetzt irgendwas machen können. Weil dann könnte ich... Nee. Irgendwie immer noch nicht. Ich glaube nämlich, dass wir diese ganzen... Warte mal. Laura und ich haben an dem Abend... Dass diese ganzen Stimuli, wie ich sie jetzt einfach mal nenne... Ich glaube, dass wir die hier alle irgendwie im Haus finden. Aber ich verstehe nicht, warum wir damit jetzt nicht interagieren können. Nicht, dass uns jetzt hier aus dem Labor noch irgendeine Information fehlt. Bin mir gerade irgendwie nicht so ganz sicher. So, die Videos haben wir uns ja schon angeguckt, ne? Ich guck mal ganz kurz, ob da jetzt ein neues Video mit dazu kam. Ich weiß auch nicht... Nach wie vor erscheint Laura hier. Warte, raus da. Okay, also ich weiß nicht. Also wenn ich jetzt ganz logisch versuche zu rekonstruieren, würde ich ja sagen, Geschmack wäre eigentlich der Wein. Und da kommen wir jetzt aber noch nicht hin.
Das heißt, meine nächste Idee wäre Geruch. Musik hatte er erwähnt, fürs Hören. Bei Geruch bestimmt in seinem Zimmer, diese Hygienedingsartikel da. Und ein Bild hatten wir, glaube ich, auch im Salon. Waren da noch mehr? Ich glaube, ich habe damit jetzt nicht alle Sinne irgendwie abgedeckt. Aber wir können mal gucken, ob wir jetzt hier ein Bild mitnehmen können. Und ja, bei den anderen Sachen müssen wir mal schauen, ob ich das alles alleine vor allen Dingen zusammenkriege. Guck mal, das kann er, glaube ich, mitnehmen. Ach nee, das heißt einfach nur umschwenken. Warum nimmt er denn die Bilder nicht? Ich will, dass du so ein Bild mitnimmst. So als Visualisierung. Dieses Foto wurde bei der Benefiz fern. Dings. Ja, wahrscheinlich am ehesten aber das erste Bild, oder? Aber er nimmt das halt nicht. Komisch. Sie hat es mir übel genommen, dass... Sie hat... Er hatte aber anderswo auch noch Bilder von ihr, ne? Ich glaube, das war jetzt hier nicht die einzige Ecke. Na gut, das dicke Gemälde wird er wahrscheinlich jetzt nicht von der Wand abnehmen. Geht er jetzt hier vielleicht rein? Wäre eine Möglichkeit. Würde mich mal auch mal interessieren. Das ist mein altes Sprech. Ja, okay, braucht er also immer noch nicht. Ich weiß halt nicht, ob jetzt schon der Punkt erreicht ist, wo wir die ganzen Dinge aufsammeln können. Aber ich bin mir relativ sicher... Das, weil er das mit der Musik auch explizit erwähnt hat, dass wir zumindest im Speisesaal die Musik mitnehmen können müssen, oder? Also da, das lässt echt überhaupt gar keinen Spekulationsraum offen, oder? Das müsste auf jeden Fall das sein, was er sucht. Wenn wir jetzt hier nicht weiterkommen, dann gehe ich gleich nochmal in seinem Privatbüro nachgucken. Ich glaube, ich erinnere mich wieder daran, was wir an dem Abend gehört haben. Jetzt muss ich die CD nur noch finden. Ah, okay. Oder man muss das in einer bestimmten Reihenfolge machen. Das kann natürlich auch sein. Also, dass es einfach nicht geht, dass ich jetzt hier so meine eigene Reihenfolge mir auferlege. Verschiedene CDs. Aber nichts, was wir an diesem Abend gehört haben. Ich hoffe, die befindet sich überhaupt hier in dem Schrank. Warte mal, eigentlich müsste ich ja nur gucken, ob sich das Symbol irgendwo irgendwie verändert, ne? Aber irgendwie habe ich hier überall nur das Auge. Laura Stereo. The Scarlet Furies. Ja, diese CD haben wir am See gehört. Ich habe einfach gerade irgendwo hingeklickt. Ah, hier, er meinte eigentlich die, ich habe aber hier hingeklickt, na egal. The Scarlet Furies. Das war die CD, die wir am See gehört haben. Brightened eyes, my secrets lie not far away. His medals are... Many have I answered, please. Du hast mir immer noch nicht gesagt, was wir morgen an meinem Geburtstag machen. Ich hoffe doch, du hast nicht irgendwas Großes geplant oder was Peinliches. Du hast morgen Geburtstag? Habe ich ganz vergessen. Natürlich, als ob du dir jemals so eine Gelegenheit entgehen lassen würdest, du Schuft. Okay, ich glaube, wir haben alles richtig gemacht. Die meisten davon gehörten Laura. Die Scarlet Furies, die kenne ich auch nur durch dieses Spiel und habe die echt so ein bisschen lieb gewonnen. Also immer, wenn ich die Stimme von dieser Sängerin höre, weil da sind einige Tracks von den Scarlet Furies natürlich auf dem Soundtrack auch drauf. Das werde ich wahrscheinlich auf Lebzeiten immer mit diesem Spiel assoziieren. Aber gut, ich habe jetzt, glaube ich, das Prinzip hier verstanden. Und wir werden dann die restlichen Dinge, die wir hoffentlich auch in diesem Haus hier irgendwie aufspüren können, dann in der nächsten Folge hoffentlich erfolgreich zusammensammeln. Und ich danke an dieser Stelle fürs Einschalten und würde mich sehr freuen, wenn wir uns auch beim nächsten Mal wiedersehen. Macht's gut und bis dahin. Ciao.